Herzinfarkt bei Auftritt. Dart-Legende Eric Bristow ist tot. Die Welt hat einen Champion verloren. Im Alter von 60 Jahren erlag Dart-Legende einem Herzinfarkt. Kurz vor seinem plötzlichen Tod besuchte der Sportler eine Veranstaltung der Premier League in der Liverpooler Echo Arena. Dort war der fünffache Weltmeister als Experte im Einsatz. Während der Jugendei-Partie zwischen Darüel Gurney und Beta Vrid brach der Sportstar am Rande der Halle zusammen. Diese traurige Nachricht bestätigte sein Agent im Interview mit The Mirror: Es sind erschütternde Neuigkeiten für die ganze Familie. Es ist einfach so plötzlich passiert. Um diesen Schock zu verarbeiten, würden wir uns sehr über etwas Privatsphäre freuen, bat er um Verständnis. In den 1980er Jahren wurde als größter Held des Sports gefeiert. Als einer der Gründer der Professional Darts Corporation förderte er ab 1993 auch weitere Sportbekanntheiten wie Phil Hellor. Es ist ein riesiger Verlust für die Sportwelt und die Welt des Darts. Ist und bleibt ein legendärer Charakter, heißt es in dem ersten Statement weiter.